Moin, moin. Ah ja, so auf der Terrasse rumsitzen macht schon Spaß. Die Sonne scheint heute leider nicht, es hat ein wenig geregnet, aber warm ist es trotzdem. Ich habe mich vorhin schon ein bisschen amüsiert, denn ich habe den Wired-Beitrag über Snapchat von Johnny Häusler gelesen. Und ich finde dieses Gehabe mit den ganzen Snapchat-Kursen, die momentan von jedem dahergelaufenen angeboten werden, nicht daneben. Letztendlich zeigen eh alle bloß, was andere machen, und das animiert wiederum, dass jeder den anderen kopiert, was ich jetzt nicht ganz so prickelnd finde. Wenn es aber doch unbedingt ein Kurs sein soll, dann schau dir unbedingt vorher die Snaps von dem Sprecher oder Vortragenden an. Dann sieht man dann relativ schnell, ob er weiß, von was er redet oder ob er bloß andere nachmacht, spricht, wie auch immer. Mein Tipp: Probier die App einfach aus, mach dein eigenes Ding und sei du selbst, dann klappt's auch. Der Rest kommt von ganz alleine. Und wenn du nicht alleine durchs Rumprobieren mit der App klarkommst, lade dir das kostenlose Snapchat-Buch Snap Me If You Can von Philipp Steuer runter. Da steht alles drin, was du missen musst. Der Rest geht von alleine. Das ist übrigens der Artikel von Johnny Häusler, über den ich gesprochen habe, bei wired.de. Huch, hier wurde gekocht. Ich bin entzückt. So, es ist wieder Naschzeit. Ich habe mir hier was vom Sweetup letzte Woche gesichert und da werde ich jetzt die Tüte aufmachen. Yum, yum, yum. Diese saure Invasion aus Belgien sind Marshmallows, die eine Cola-Brausen-Umhüllung haben. Und auf jeder Packung findet sich hinten drauf auch ein kleiner Comic. Space Mallows. Und so sieht das Produkt aus der Nähe aus. So richtig sauer ist es nicht, aber ich finde es ziemlich lecker. Om nom 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 nom. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Snapchat Sweet Up.